So, bei mir ist jetzt der Interviewpartner Moritz Müller von den Kölner Haien. 1:0 Niederlage gegen die Schwenninger Vikings hier in Schwenningen. Einige Worte zum Spiel aus Ihrer Sicht. Ja, ich denke, es ist ein sehr enttäuschendes Ergebnis für uns heute. Ich denke, wir haben nach dem letzten Spiel heute wieder ein gutes Spiel gemacht und uns bis zum Ende jede Chance gegeben, das Spiel zu gewinnen. Und derzeit meinen uns die Eishockey gehört einfach nicht gut mit uns und kriegen die Scheibe nicht über die Linie und verlieren bitter 1:0. Wie Sie schon gesagt haben, Sie kriegen die Scheibe nicht über die Linie. Sie hatten eigentlich tendenziell mehr Torschüsse wie die White Wings und die aus weniger Schüssen schießen das 1:0 im letzten Drittel dann. Was könnte man besser machen, dass einfach der entscheidende letzte Pass besser Richtung Slot oder Richtung Tor kommt, dass man ihn reinmacht? Ja, ich denke, das ist ein bisschen der Situation geschuldet, in der wir gerade stecken. Dass wir hier und da eine Sekunde zu lange überlegen oder vielleicht zu überhastet sind. Aber auch Respekt an die Wild Wings, die spielen wirklich defensiv sehr gut, lassen nicht viele zu, ist meistens von außen. Und ja, wir haben keinen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen, was sehr schade ist. Ich finde, dass wir jetzt auch heute wieder mit dem neuen Trainer einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Jawohl, jetzt entsteht am kommenden Sonntag ein wichtiges Spiel, das Derby gegen die Düsseldorfer EGR. Was kann man jetzt hier aus dem Spiel mitnehmen und vielleicht besser machen, um die EGR wichtige 3 Punkte und Derby-Sieg zu holen? Ja, die vergangenen Jahre war es eigentlich immer so, dass die DEG im Hintertreffen war und so ein Derby benutzt hat, um wie so ein Turnaround zu starten. Ich glaube, wir sollten das Derby auch nutzen als, so als Energiebooster dann für die weiteren Spiele. Wir sollten aus dem Spiel auf jeden Fall die Art und Weise, wie wir gespielt haben, mitnehmen und die letzte Konsequenz verbessern, dass wir dann ein bisschen auf gewinnen und dann hoffentlich einen Lauf starten. Okay, letzte Frage noch. Was fanden Sie heute von der Stimmung hier in der Helios Arena in Schwenningen? Ja, ich spiele immer gerne hier. Es ist eine schöne Eishalle. Ich mag diese Eishockey-Atmosphäre und war eine sehr gute Stimmung.